Agent der internationalen Detektei IOB. Katrin Burger, seine Assistentin. Bernhard Horn, Chef des Hamburger IOB-Büros. Eva Kehrer, Computerspezialistin, die rechte Hand von Horn. Na, wie ist es nun? Ich habe schon mal Nein gesagt. Da haben Sie jetzt die Chance, Ihre Meinung zu ändern. Es tut mir leid, ich mache mit Ihnen keine Geschäfte. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Sie haben mich niedergeschlagen. Lass es, geht schon nicht. Ich rufe sofort die Polizei. Nein, nein, das wirst du nicht tun. Die sind da schon längst über alle Berge. Solltest du nicht mal offen mit mir sprechen? Komm, gehen wir ins Haus. Warum wollen Sie die Versicherungssumme nicht ausbezahlen, wenn der Mann tot ist? Bitte nehmen Sie doch das an. Erstens ist die Leiche nie gefunden worden. Müssen Sie nicht nach einer gewissen Frist trotzdem zahlen? Ja, nach einem halben Jahr. Aber ich bin noch nicht fertig. Zweitens sehen die Versicherungsbedingungen vor, dass die Gesellschaft im Fall von Selbstmord nicht zur Zahlung verpflichtet ist. Haben Sie Anlass zu dieser Vermutung? Ach, wissen Sie, man hat ständig Anlass zu Vermutungen. So hat ja zum Beispiel die Polizei die Frage, ob Frau Gründler nicht als Täterin in Betracht kommt, auch nicht hundertprozentig verneinen können. Ach. Ja, und sollte Frau Gründler sich des Mordes schuldig gemacht haben, käme sie natürlich auch nicht in den Genuss der halben Million. Sie haben ja gleich einen ganzen Haufen Theorien auf Lager, um Ihrer Gesellschaft Geld zu sparen. Ach, wissen Sie, wir prüfen immer. Zum Honorar 10% der Versicherung, wenn der Betrug nachgewiesen wird, sagten Sie? Ja, das sagte ich. Worauf warten Sie noch, Mike? Nehmen Sie sich der Sache an? Gut, Chef. Seine Kleider befanden sich da drin im Bootshaus. Ja. Wendler hat nach der Rekonstruktion der Polizei hier am Steg gesessen und geangelt. Die Angelrute lag jedenfalls hier. Ausgezogen hatte sich Gründler wohl, weil es ein sehr heißer Tag war. Und hier, sehen Sie, war es dann zum Kampf zwischen ihm und seinem Mörder oder seinen Mördern gekommen. Hier verlor er auch Blut. Blutgruppenanalyse? Ja, natürlich. Es war sein Blut. Dann hat man nach der Leiche getauft? Ja, in Ufernähe. Aber der See hat eine Ausdehnung von 30 Quadratkilometern. Ja. Und ist stellenweise bis zu 60 Meter tief. Wenn Gründler, wie vermutet wird, mit Steinen oder Metall beschwert irgendwo im See versenkt wurde, hat eine Suchaktion überhaupt keinen Sinn. Sag mal, sind das alles Gründlerfotos? Ja. Lass doch mal sehen. Hast du einen Freund bei der Presseagentur? Eine gute IOB-Agentin hat überall Freunde. So, komm doch mal her. Wer ist denn diese Frau da? Ich hab dir vorhin schon gesagt, einige spielen. Wir sollten versuchen herauszubekommen, wer das ist. Das ist Frau Karin Ellwein, Dolmetscherin. 28 Jahre ledig, Amateur-Dressurreiterin und im Jet-Set von Hamburg, München, Sylt und Nizza zu Hause. Sind Sie vom Pferd gefallen? Nein, nein, ich bin nur abgestiegen, weil das Pferd wollte eine kleine Pause einlegen, nicht?
Sind Sie Journalist? Schlimmer, Detektiv. Eine Berufskrankheit. Ich meine, ein Beruf schlimmer als eine Krankheit. Würden Sie mir die Frage beantworten, ob Sie mit dem Architekten Friedrich Gründler ein Verhältnis hatten? Ja. War das schon die Antwort? Nein, das war nur die Antwort auf die Frage, ob ich Ihnen antworten werde. Und wie antworten Sie? Ja. Oh, fein. Ich meine nicht fein, dass Sie mit ihm ein Verhältnis hatten. Das ging Sie auch gar nichts an. Ja, natürlich, das ist ja auch Ihre Sache, nicht? Entschuldigung, aber der Sturz war doch schlimmer, als ich dachte. Ach, denken Sie mit dem Hinterteil? Och, gewöhnlich nicht, aber die Erschütterung geht ja durch den ganzen Körper, nicht? Tja. Wie kriegen wir das Pferd nur wieder in den Stall zurück? Wieso, wollen Sie nicht aufsitzen? Nein, nein. Lieber lasse ich es bei mir aufsitzen. Mögen Sie außer Pferden auch noch andere Tiere? Ja. Papageien? Ja. Dann möchte ich Sie gerne mit Heinrich bekannt machen. Kommen Sie. Heinrich? So, da wären wir. Bitte kommen Sie heran. Das ist mein Freund Heinrich. Jetzt sei aber ganz brav und sag artig guten Tag. Entschuldigung, er ist nicht gut erzogen. Von wem auch? Schöne Frau. Ja. Schöne Frau. Aber er hat Geschmack. Doch, doch. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie wär's mit einem Martini? Softkopf. Nein, ich hätte lieber einen Sherry. Softkopf. Einen Sherry, bitte. Also? Stehe ich unter dem Verdacht, Friedrich umgebracht zu haben? Nein, nein. Das heißt... Na? Die Polizei hat Sie damals nicht befragt, nach dem Mord. Nein. Sie ist bei Ihren Recherchen gar nicht bis zu mir vorgedrungen. Das haben Sie sicher als sehr angenehm empfunden. Ist meine Frage so lustig? Nein. Es ist nur lustig, wie Sie zu sitzen versuchen. Ja. Wo waren Sie, als er ermordet wurde? Irgendwo mit dem Wagen unterwegs. Allein. Bin ich nun überführt? Ach, Unsinn. Aber so spaßig, wie Sie denken, ist die Sache nun auch wieder nicht. Ach. Hat sich seine Ehefrau plötzlich mit Spätzündung entschlossen, mich zu verdächtigen? Nein. Wusste sie denn, dass Gründler und Sie? Ja, natürlich. Und wieso wissen Sie, dass sie es wusste? Schauen Sie, Friedrich und ich waren sehr innig befreundet, aber es war nicht so, dass ich ihn der Ehefrau ausspannen wollte. Und trotzdem kam sie eines Tages dahinter durch ein Pressefoto vom Pferderennen. Ist das hier vielleicht? Ja. Er hatte etwas Ärger mit Isabelle und damit die ganze Sache nicht weiterging, entschlossen wir uns, unser Verhältnis zu beenden. Wann war das? Naja, etwa 2-3 Wochen, bevor er umgebracht wurde. Belastet mich das auch wieder? Wie? Nein. Und ich habe ihm auch vorher nicht auf den Kopf geschlagen. Bitte? Er hatte, bevor er umgebracht wurde, eines Tages ein blaues Auge, ein Nasenbeinbruch und einige andere Verletzungen. Das war, ja, kurze Zeit vorher. Ja, tatsächlich. Hören Sie, ich habe Gründler nicht umgebracht. Aber vielleicht hat ihm seine Frau nie verziehen oder vielleicht hat sie ihm auch gar nicht geglaubt, dass wir unsere Verbindung gelöst haben. Und dann könnte sie ja... Ja? Bin ich Detektiv oder Sie? Sie nicht. Sie sind ein Schatz. Vielleicht hat die Dolmetscherin gar nicht so unrecht. Ihr Mann betrügt sie. Sie ihn auch, mit dem da. Sie bringt ihren Mann um oder lässt ihn umbringen und kassiert dafür eine 500.000 Versicherungssumme. Wer weiß, wie lange sie es mit dem da schon treibt. So, es geht los.
Ja. Bist du allein? Ja. Pass auf, mich hat jemand verfolgt. Das war kein Zufall und auch kein Versehen. Es ist besser, wir treffen uns in den nächsten Tagen nicht. Gut. Es klingelt. Rufst du wieder an? Ja. Sei auch du vorsichtig. Ja, ich pass schon auf. Guten Tag, Frau Gründler. Schon wieder? Wieso schon wieder? Ich war noch nie hier. Ja, sind Sie denn nicht von der Versicherungsgesellschaft? Nein, aber ich bin in deren Auftrag tätig. Ach, das ist ja noch schlimmer. Kommen Sie rein. Dankeschön. Aber machen Sie es kurz. Was ist denn eigentlich los? Ich habe doch diesem Herrn Stolp von der Versicherung schon mehrmals gesagt, wenn die Gesellschaft die Auszahlung verschieben will, dann soll sie es tun. Aber sie soll mir gefälligst nicht auf die Nerven gehen. Naja, ist doch wahr. Zum Schluss sieht's dann noch so aus, als wären mir die 500.000 wichtiger als mein Mann. Och nein, den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Aber will man andererseits nicht haben, was einem zusteht? Ja, gut. Aber ich bin nicht so darauf angewiesen, dass ich mir deswegen das Haus einrennen lasse. Bitte. Danke. Mein Mann hat genug hinterlassen. Ja, natürlich, es reicht für zwei, nicht wahr? Wie bitte? Naja, das ist Ihre Sache. Ich meine, Sie können sich zum Tennis und zum Tee verabreden, mit wem Sie wollen. Wer ein gutes Gewissen hat, braucht weder die Polizei noch Privatdetektive zu fürchten. Was wollen Sie? Ach, ich hätte gerne einen Sherry. Und für Sie auch einen, nicht wahr? Das beruhigt. Also, fragen Sie. Waren Sie sehr betroffen wegen der Sache mit Karin Elwein? Nein. Und nach dem tragischen Tod meines Mannes interessiert es mich überhaupt nicht mehr. Wer ist der Mann, mit dem Sie heute Nachmittag auf der Hotelterrasse saßen? Ein Bekannter. Und zwar ein flüchtiger Bekannter. Mehr hat Sie nicht zu interessieren. Entschuldigung. Ach, da wäre noch etwas, was mich interessieren würde. Sehen Sie mal, dieses Foto Ihres Mannes, es wurde eine Woche vor seinem Tod aufgenommen. Woher stammen die Verletzungen? Er ist gestürzt. Ah ja. Wobei? Wobei? Im Keller. Sagen Sie Ihrer Versicherung einen schönen Gruß, sie soll mit dem Geld selig werden und mich in Ruhe lassen. Warum sind Sie so ungehalten, Frau Gründler? Und warum verzichten Sie zum zweiten Mal demonstrativ auf Geld, das Ihnen zusteht? Wenn alles seine Ordnung hat? Bitte. Auf Wiedersehen, Frau Gottler. Ja, hier. Die Unitas-Versicherung zahlte Gründler vor 2 Jahren 400.000 Mark Erstattungskosten für einen Diebstahl. Moment mal. Ja, da haben wir schon. Gründler hatte Einbrecher im Haus. Diebstahl antiker Vasen und anderer Kunstgegenstände, Miniaturen, Statuetten. Alles kriminalpolizeilich abgesichert natürlich. Ja, sag mal, ist denn das Diebesgut nie sichergestellt worden? Nein. Gibt's was Neues? Nein. Oh, das ist ja. Alkohol hat auch Kalorien. Ich habe in den letzten 3 Wochen 200 Gramm abgenommen. Dann müssen Sie doch unbedingt in den nächsten 3 Wochen 400 Gramm abnehmen, oder nicht? Ich hole Ihnen einen schönen Apfel. Da geht jemand mit mir essen? Ich bin am Verhungern. Ja, ich muss unbedingt... Sie arbeiten die Akten auf. Das haben Sie mir versprochen. Hier ist Ihr Apfel. Was hat der Arzt gesagt? Bein und doch wegen seines ledierten Hinterteils beim Doktor? Nein, nein. Also, wie mir die reizende Sprechstundenhilfe ins Ohr flötete, ist Gründler nicht die Kellertreppe heruntergefahren, sondern ganz einfach zusammengeschlagen worden. Hat er Anzeige erstattet? Nein, er hat alles auf sich beruhen lassen. Seltsam, nicht? Ich weiß auch etwas Seltsames. Ein guter Bekannter vom Einbruchsdezernat sagte mir, dass Gründler seinerseits die Einbrecher in Flagranti ertappte und ihnen ein paar Sekunden Auge in Auge gegenübergestanden haben soll. Aber die Kripo kam zu der Auffassung, dass nur Zick und Harry, zwei Berufseinbrecher, für den Raub in Frage kämen. Es war eindeutig ihre Handschrift.
Aber Gründler meinte bei der Gegenüberstellung nein. Ja, und? Weiter nichts. Zick und Harry, sagten Sie? Dieselben, die wegen einiger Tresoreinbrüche einige Jahre abgesessen haben, ja. Und einmal, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre, eine Spardose mit 100 Mark mitgenommen und einen echten Picasso an der Wand hängen lassen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. So ist es. Sag mal, was ist eigentlich los mit den beiden, Harry und Zick? Wenn die nicht hinter Kunstgegenständen, sondern nur hinter Bargeld her sind, dann hatte ja Gründler mit seiner Aussage recht. Ja, die beiden waren es nicht. Vielleicht, ja. Man kann aber auch anders darüber denken. Eva, haben Sie irgendetwas über Zick und Harry gespeichert? Mich interessiert vor allem, wann Sie im Knast waren. Ja, Moment. Letzte Haftverbüßung 1,5 Jahre wegen versuchten Einbruchs. Haftentlassung 23.04.79. Also genau 2 Wochen vor seiner Ermordung. Ja, aber warum sollten Sie ihn ermordet haben? Ja. Was ist denn das für ein drolliges Pärchen? IOB. Hä? Das ist Englisch, heißt so viel wie Internationales Observierungsbüro. 2 Cola. 2 Cola, sofort. Und wieso kennst du die? Die haben mal bei einem Buchmacher rumgeschnüffelt, den ich kennen tue. Zick und Harry. Den Zick greife ich mir. Setzen. Willst du einen Schnaps? Ach ja, warum nicht? Dann erklär mir mal, warum ihr Gründler umgebracht habt. Wir? Wäre das nicht gewesen. Da wären wir auch wohl schön dumm gewesen, wenn wir das getan hätten. Dann hätten wir ja wohl nicht... Ja, weiter. Was hättet ihr nicht? Dann hätten wir ja nicht Geld kassieren können. Wollt euch Gründler denn welches geben? Anfangs nicht. Aber als wir ihn denn am See besuchten, hat er gesagt, wir kriegen jeder 10.000. Hat er gesagt. Wofür? Weil er uns den Diebstahl Antiquitäten unterschieben wollte. Wir haben damals aber nur ein paar hunderter Bargeld mitgehen lassen, ne? Einige Wochen später, wir sitzen wegen anderen Schied im Knast, lesen wir in der Zeitung, dass wir auch wertvolle Vasen und so ein Kram gestohlen haben sollen. Als wir denn nach 1,5 Jahren aus dem Knast raus, wären wir nichts wie hin zu Grübler. Gründler. Gründler. Und haben unseren Anteil verlangt, ne? Logisch, oder? Und weil er sich nicht erpressen ließ, habt ihr ihn umgebracht, ne? Ja, er war schön lebendig, als wir da weg sind. Ihr hättet ihn ja beinahe schon mal umgebracht. Im Keller. Im Keller? In der Garage, nicht im Keller. Ja, da haben wir ein bisschen nachgeholfen. Ja, und am See habt ihr auch ein bisschen nachgeholfen. Nein, verdammt nochmal. Bloß am Anfang, da haben wir ein bisschen Bammel gehabt, dass uns das in die Schuhe geschoben wird. Von wem denn? Na, von Frau Grübler natürlich. Die haben es doch gesehen, als wir da aus der Garage rausgestürmt sind. Was soll das, Mike? Wir vertun bloß unsere Zeit. Warum geht sie zweimal zum Häusermakler? Weil sie die Villa verkauft hat, verlass dich drauf. Also ich habe noch keinen Käufer gesehen. Pass auf. Fahren wir hinterher? Wozu? Wir wollen sie und nicht die Gepäck. Thank you.
Ohne Gepäck. Nach Istanbul über Paris? Ja. Sie hat einen Anschlussflug Paris-Istanbul gebucht. Ich sag den Kollegen von der Kripo schon mal Bescheid. Bald sie im Auge. Herr Vincenzo, Flug 321 nach Paris, weiter beim A, Ausgang 14. Dankeschön. Paris, weiter nach Istanbul, bitte. Ihre Bordkarte. Dankeschön. Ausgang A7, bitte. Herr Karl Welf. Dürfen wir bitte mal Ihren Ausweis sehen? Natürlich, ja. Warum denn das? Es tut mir leid, Herr Gründler. Gründler befand sich damals in akuten finanziellen Schwierigkeiten, als die Einbrecher ihm einen Besuch abstatteten. Er brachte die antiken Gegenstände zur Seite und behauptete, Zick und Harry hätten sie mitgenommen. Dadurch bekam er 400.000 Mark Schadenersatz von der Versicherung und er setzte die Ware heimlich in dunklen Kanälen ab. 2 Jahre lang ging das gut. Dann kamen Zick und Harry wieder aus der Haft. Und um sich nicht endlos erpressen zu lassen, täuschte er seine eigene Ermordung vor. Ich muss sagen, ganz dunkel habe ich so etwas geahnt. Und ich will Ihnen auch gerne erklären, warum. Es schien mir zu selbstlos, wie Isabel Gründler beteuerte, die Versicherungssumme gar nicht einklagen zu wollen. Es kam ihr und ihrem Mann auch gar nicht so sehr auf einen weiteren Versicherungsbetrug an. Gründlers Tod wurde doch nur vorgetäuscht, damit die Erpresser endlich Ruhe geben. Außerdem hätten sie ihn kaum erkannt nach der Gesichtsoperation, die durch den Nasenbeinbruch sowieso erforderlich wurde. Nein, Herr Stolp, die Gründlers hatten jedenfalls genug Geld beiseite geschafft, um sich im Ausland eine neue Existenz aufzubauen. Notfalls auch ohne ihre Versicherung. Nun schön, ob es nun beabsichtigt war oder nicht, es läuft trotzdem auf einen Betrug hinaus. Meine Herrschaften, ich danke Ihnen. Herr Stolp. Sie haben vorzügliche Arbeit geleistet. Danke. Herr Stolp, bitte.